Dieses Spiel ist ab 18. Es kommen Gewaltausdrücke vor, Gewaltdarstellung und alle Let's Player, die dieses Spiel Let's Playen, sind hoffentlich ab 18. In diesem Fall ist es der Fall. Und Shio ist über 18. Verstanden? Also, dann viel Spaß. Wenn es in der Zunge ist, was sie da hat. Sieht mir aus wie ein Tumor. Ihr frisst die Granate. Die hat ein Lasso auf dem Kopf. Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Ah. Oh, da kommt noch ein Napper. Ein Napper? Nein, ein Napper. 9000. Nicht Napper. Napper ist von Dragon Ball. Jawohl, den meine ich ja. Oh, wie oft? Ah. Aber ich habe ihn jetzt dreimal ins Auge geschossen und der lebt immer noch. Ich messer ihn das Knie kaputt. Das interessiert ihn auch nicht. Das du musst echt mal besorgen, so dass... Also eigentlich müssten wir so sehr verquer, wie wir rumlaufen, ne? Müssten wir eigentlich beide aufnehmen. Ja, stimmt. Ich werde mal gucken, was sich machen lässt. Vorsicht! Bam! Wie ist er neben mir aufgetaucht einmal? Ah, bam! Faustschlag! Das geht im normalen Leben nicht. Man kann nicht mit einer Faust jemanden den Kopf zerplatzen lassen. Anscheinend doch. Hörst du auch was ich höre? Menschen. Nein, das meine ich damit nicht. Geh weg da! Okay. Ach man, ich war noch gar nicht fertig mit gucken. Das war eine perfekt platzierte Granate, die uns jede Menge Munition gespart hat. Ja, natürlich. Was machst du da hinten? Ach so. Damit wir Geld kriegen. Wenn du mir sagst... Hast du Schrotflintenmunition? Ja, habe ich glaube ich irgendwo im Inventar. Yep, da ist noch ein Typ da ist noch ein Typ, der will uns an Leder. Wo? Ich glaube hinter dir ist er gleich. Das Tolle ist, ich habe jetzt gerade meine Heilung in der Hand. Ich möchte ihn erstmal heilen. Weißt du, oh, ai! Du möchtest ihn heilen? Ich habe Munition in der Hand, hilf mir! Du hast Pistolenmunition in der Hand, ne? Ja, warte mal. Pauschlag von hinten und voll gegen die Wand. Bam! Komm her! Wo ist Schrotflintenmunition denn? Da. Vielen Dank! So, jetzt gehen wir aber weiter. No, es ist eine gute Einladung, da wollen wir gerade hier reingehen. Ich habe gerade eine interessante Dings gemacht, wenn ich einen Knopf drücke, dann dreht die sich automatisch einmal um 180 Grad. Das finde ich sehr interessant, weil dann weiß ich jetzt endlich, wie ich mich vor einem Monster wegdrehen kann. Warte. Weißt du was? Ich bin gut, ne? Ich weiß. Du bist mega... Ich weiß nicht! Ich habe nichts gemacht! Klang... gruselig. War das Kirk? Gefährlich. Das sollte sich Chio mal ansehen! Und ich bleib hier. Ja! 2 Sekunden später! Hier stinkt's! Ja, das stimmt irgendwie. Man kann durch jedes Loch springen, nur durch dieses nicht. Das ist cool. Der Gilp! Oder was ist das? Ich glaube, ich muss das auch echt mal so machen, dass wir dann so machen, dass ich dann auch aufnehme. Wo geht's denn hier? Ach, da. Da drauf ist meine Decke. Das ist kein Matsch. Was ist das denn? Es ist Pech. Was ist das für ein Zeug? Riecht ja fürchterlich. Meinst du, die haben da Wasser mit Öl gemischt? Irgendwie sowas. Wie, da oben wabbert was. Wieso können die eigentlich nicht springen? Hey, Kumpel, 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 ey! Kumpelblase, wo? Er ist von Alpha-Team. Er ist schon tot. Echt viel Dramatik und nur mit einem Typen. Was erwartest du? Das ist ein Zombie-Spiel. Da kommen Zombies. Obwohl ich sagen muss, das sind ja eigentlich nur genmanipulierte irgendwas, ne? Und keine wirklichen Gefahren. Hey, ich kann die umstoßen. Soll ich mal machen? Ich stoß die mal um. Oh, du hast Diamanten gefunden. Diese Embleme, ja. Wenn man die zerstört, dann kann man Kostüme freischalten. So wie Sheva in sexy Amazonen-Kostüm und so ein Kram. Nee, nochmal. Oh, ich will noch eben ein bisschen für unsere Verbesserung. Ja, mach nur. Ich halte mich gerne an der Tür fest und warte darauf, dass ich ein männliches Hilfsbegleitungsmittel bekomme. Hilfsbegleitungsmittel?
Interessanter Begriff, männliche Hilfsbegleitungsmittel. Ich glaube, das packe ich demnächst in meinen Kanal oben drauf, so als Überschrift. Männliche Hilfsbegleitungsmittel. Du bist nur Mittel zum Zweck, vergiss das nicht. Ach Mann, oh. Und ich dachte, dieser lebt ja noch. Der hat bestimmt auch sowas gefuttert. Ronald McDonald. Eine Festplatte. Ich hab was gesehen. Und er rennt weg wie Alfred Ashford. Irgendwie gibt's heute keine sinnreichen Kommentare. Ich kann dir einen sinnreichen Kommentar geben. Ich habe hier ganz, ganz viele CDs rumliegen und ich weiß nicht, was es ist, weil ich die vergessen habe, die Beschriftung drauf zu machen. Ich sollte mal erste Hilfe machen, statt einfach rumzuschütteln und so sagen, ey, bleib da. Der Chris kann doch kaputt machen, der. Psst! We got the data. That Alpha Team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Ich frage mich, ob Irving ein alter Freund von Chris ist. Nope. Hätte hier mal sein können, die hätten die Schulbank drücken können, mal schön schwänzen können zusammen. Dann vielleicht, weiß ich nicht, was macht man so unter späteren verfeindeten Leuten? Sich gegenseitig an die Gurgel gehen vielleicht noch? Die Freundin ausspannen. Ja, genau. Und dann geht das immer so weiter. Das ist ein Teufelskreis und so. Kamen wir hierher oder müssen wir dahin? Nein, hier müssen wir lang. Hier liegen nur weitere Soldaten, die aber nicht weiter kümmern, weil, ne? Ja, ganz schon tot und brauchen keine erste Hilfe und so ein Kram. Aufzug! Miep, miep. Wir bräuchten so Fahrschulmusik jetzt. Also. Ich kann dir Jeopardy die Musik geben. Nee, das klingt da mehr so. Welche Munition noch? Na egal, nehme ich sie. Ich hab noch. Ih, da war bald was. Schon wieder. Matsch. Matschi Pumpi. Frau Überholspur. Achtung. Gefahr. Ich kann das nicht aufheben. Danger. Kannst du das aufheben? Nee, warte mal. Ich guck mal kurz. Ich muss kombinieren. Ja, ich kann Kraut kombinieren. Ich hab hier noch was für dich. Oder ich heil dich eben. Dann geht das auch. Du bist eh ziemlich, grün. Ja, ich bin grün. Du bist blau und zusammen ergehen wir eine schöne Farbe zwischen grün und blau. Untersuchen. Es gibt eine Leiche. Verdammt, gibt es keine Überlebenden. Da ist noch eine Leiche. Untersuchen. Abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Kann ich sogar anvisieren. Da wird rot. Das ist echt realistisch. Wenn du das jetzt muss ich mir mal ansehen. Komm. Hey. Du hast auf Silent Hill geguckt. Hey! Oh mein Gott, der haben wir noch nicht. Ich mach das, was die Freunde am besten können. Ich renn vor. Hey. Da stand Schuhe im Ausverkauf! Du willst doch nur Fanservice für die männlichen Zuschauer machen. Da stand ich Schuhe im Ausverkauf. Welche Schuhe? Ja, die Krokodillederschuhe, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Achso. Guck mal, fackeln wir uns ab. Ui, Feuer. Raum. Voll, voll. Ich frage mich, ob wir dieses Vieh, was Alpha Team kaputt gemacht hat, noch begegnen. Oh, Schlüssel, darf ich Schlüssel aufheben? Darf ich bitte? Ja, dann heb ihn doch auf. Ja! Hier, nimm auch mal Munition hier. So. Was passiert, wenn ich hier drücke? So, und dann geht die Tür oben zu und dann kommt die Brennanlage. Ui. Es wird okay. System has been activated. Evacuate immediately. Moment, wir sind zu früh im Spiel. Ja. Feuer! Nein, okay, ja. Also ich finde das sehr interessant, wie zwei Feuer groß, stark Mächte aufeinandertreffen können und die Scheibe einfach nicht zerbarst. Ist bestimmt bruchsicheres Glas. Mit Feuer geprüftes Glas. Jetzt müssen wir eigentlich, glaube ich, hier rauslaufen, oder? Und dann kommen wir leider nicht raus, oder wir kommen doch raus? Natürlich kommen wir raus, was soll schon passieren? Das ist nur Resident Evil 5, das passiert ja nichts. Ich dachte jetzt stehen die Zombies auf oder so. Siehst du, die Zombies stehen auf? Nö, sind nur der eine, das wäre nicht wirklich gefährlich. Guck dir mal, wie das wabert. Überall wabert es. Wabert?
Wabern. Ah, ein Schlüssel. Das ist ungewöhnlich. Mein Schlüssel, ich habe den Schlüssel aufgehoben, also sollte ich die Tür aufmachen. Das ist ein japanisches Anime-Monster. Das sieht interessant aus. Ich würde sagen... Rennen? Ich glaube, der will nur spielen. Wo sollen wir denn da hinzielen? Auf die Eiterblasen, wenn denn. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist eine bessere Methode, den Platz zu machen. Wieso habe ich denn nicht gepfiffen? Das ist ein Signal, dass du jemanden signalisieren kannst, dass du ein Signal gibst. Gib ein Signal, komm. Wie wirft man das um so? Ich werf mal um. Ich bin eine starke Frau, ich schaff das. Na komm rein. Wo ist das Wabern? Na komm. Ja, hey. Was bringt das jetzt? Ich hab was umgeworfen. Aber das kommt gar nicht zu. Bam. Alles klar. Wo ist es denn? Bei dir, ne? Ja. Es will Hallo sagen. Ja, ich sehe schon. Wenn es dir folgt, dann... Ich würde es auf der Karte angezeigt. Cool. Jetzt. Ja, mach schon. Zu spät. Bist du draußen? Oder? Na, 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 schaffen wir es noch durch? Nee, du hast es gerissen, glaube ich. Ist einmal oder zweimal? Ich weiß gar nicht mehr genau. Futter! Ich glaube, es hängt von Schwierigkeitsgrad ab. Futter! Aha, okay. Komm, erstmal. Ja, wir haben gerade die optionale Lösung gemacht, das Ding zu besiegen. Man kann dieses Vieh übrigens auch mit Waffengewalt kaputt machen. Dann kriegt man aber links einen Schatz. Also viel Belohnung dafür, wenn man das mit normaler Waffengewalt kaputt macht. Statt. Sollen wir das nochmal machen? Ja, nö. Oder? Nee, gibt nichts. Wie gesagt, gibt nur was, wenn wir. Ich habe irgendwann Schrotmunition verschossen, na egal. Soll ich nochmal neu starten? Nö, 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 nö. Außerdem ich da Horst. Außerdem wollen wir vorankommen. Wir wollen nicht den 10 unseren schönen Zuschauern nicht nochmal geben. Ich würde ja interessanterweise jetzt... Oh, guck mal, wie der Helm glitzert. Und die Hände, so aber da hingesetzt wie so eine Puppe. Guck mal, wir kriegen... rote kleine Päckchen. Wo Red Hawk draufsteht. Drogen! Nenn du mal, ich hab so viel. Ich glaube, ich hier war... Ich lese das Spiel noch so leicht. Was? Was? Ein paar von den Stellen kenne ich noch. Wie gut, dass ich keine Ahnung habe. Ja, ich habe das Spiel auch schon ein paar Mal zu viel durchgespielt.